zuletzt war sie nicht so gut drauf, ne? Das stimmt, sie haben verloren und müssen zusehen, dass sie heute wieder punkten. Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Im Tor heute Hugo Lloris. N'Golo Kanté steht mit Paul Pogba im Zentrum. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des... Griezmann, gehalten von Navas, noch gefährlich. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Dembélé, Pogba. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt könnte der Pass kommen. Mbappé, N'Golo Kanté. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Auf dem Flügel haben sie mit dem Franzosen Antoine Griezmann ein ganz, ganz heißes Eisen. Ja, das kann man so sagen. Der ist unglaublich schnell. Mbappé! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Auf das Tor von PSG schauen wir nochmal. Buschi, eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Mbappé, Riesenchance Mbappé. Und Tor, Paris Saint-Germain macht das Ding rein. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Ballverlust PSG. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Ganz wichtig, da muss er hin. Ballverlust. Neymar, steil gespielt. Das muss es sein. Holt sich den Ball. Und die Chance, aber nein, er gibt abseits. Kanté. Pogba. Pogba mit dem super Zuspiel. Kylian Mbappé Lotin. Super rausgeholt, den Kopfball. PSG verliert den Ball. Kant. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da hatte er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. Schwache Aktion, Ballverlust. Pogba. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt die Maria am Ball. Abgefangen erstmal von Kanté. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Mbappé! Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt's einen Applaus. Kanté, klasse Versuch. Trotz der Distanz geht er nur knapp vorbei. Sie haben immer wieder richtig gute Torchancen, aber es ist natürlich frustrierend, wenn du nichts daraus machst. Und so kommt so ein Spielstand zustande. Sie machen sich selbst das Leben schwer. Ballverlust PSG. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kanté, das sieht gefährlich aus. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Kantés Pass abgefangen. Mauro Icardi fängt diesen Ball ab. Mbappé. Und das ist der Ballverlust.
Angel Di Maria. Klasse, wie er dahin geht. Könnte den Konter geben. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Dembélé. Er passt auf und wirft sich in den Schuh. Aus dem Konter machen sie natürlich zu wenig. Nee, was für ein schwacher Abschluss. Also, das muss ein Tor sein. Das sah doch nach einer Superchance aus. Und Di Maria. Abgefangen von Pogba. Gibt Vorteil für PSG. Mbappé. Neymar. Icardi. Di Maria. Die Flanke für Mbappé. Wenn er jetzt nochmal trifft, dann ist es ein Dreierpack. Hier hat es noch nicht geklappt, aber er wird noch seine Chancen bekommen. Pavard. Da verlieren sie den Ball. Icardi. Icardi. Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei. PSG verliert den Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Navas hält diesen Ball. Das war natürlich eine exzellente Parade. Da kommt die Ecke. Kanté. Ganz stark abgeblockt. Mbappé. Jetzt wieder Ballbesitz für die Franzosen. Paul Pogba mit dem super Zuspiel. Mbappé. Er geht hier volles Risiko mit Griezmann. Riesenchance. Ein unfassbares Tor. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Vor der Pause können sie verkürzen. Nur noch ein Tor Rückstand. Das tut doch ganz gut. Es sieht alles wieder etwas besser aus. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ballverlust. Pogba. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die... PSG liegt vorne. Es kann weitergehen. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Und jetzt Griezmann. Pogba. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Abgefangen erstmal von Kanté. Dembélé. Wie beurteilst du die Leistung von Kylian Mbappé im ersten Abschnitt? 2 Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Da können sie jetzt flanken. Und kein Tor. Und sie liegen weiter hinten. Da war doch wirklich mehr drin. Das war eine gute Chance. Neymar auf dem Flügel. Die Flanke von Neymar. Klasse geklärt von Varane. Die Chance auf den Konter. Dembélé. Dembélé. Könnte gefährlich werden. Und das ist ein Strafstoß für Frankreich. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, das war nix. Das weiß er auch. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da haben sie den Ball. Matuidi. Und nun Pogba. Pogba mit dem super Zuspiel. Das könnte vielleicht was werden. Mbappé. Klasse gemacht. Stark geblockt. Das ist natürlich kein Problem für Navas. PSG verliert den Ball.
Dembélé. Pogba. Chance für Pogba. Postschuss. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. PSG verliert wieder den Ball. Neymar, jetzt auf außen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da ist er da und hat die Flanke. Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Ah, das hätte gefährlich werden können. Schöne Aktion. Mbappé. Gute Aktion. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Verratti. Und Verratti. Jetzt Thiago Silva. Meunier. Marquinhos am Ball. Thiago Silva jetzt. Bernat. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt Neymar am Ball. Matuidi dazwischen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Macht er gut hier. Way, Icardi. Sieht vielversprechend aus. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Idrissa Gueye. Schönes Zuspiel. Kein Problem für Lloris. Der Ball ist zu und platziert. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Neymar mit der Ecke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gueye ist zur Stelle. Kylian in den freien Raum. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Gueye geht dazwischen. Die Fans wollen den späten Ausgleich. Stehen nochmal wie... Verratti, klasse Aktion. Mbappé. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt ist Platz für den Konter. Ball draußen, Einwurf Frankreich. Pogba am Ball. Kommt jetzt die Flanke? Das macht er super. Zum wiederholten Male ein klasse Tackling. So, Ecke nochmal. Das könnte den späten Ausgleich geben. Da können sie erstmal klären. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da ist die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Kanté. Er passt auf. 5 Minuten sind es noch. Und die können lang werden für sie, denn sie führen ja nur mit einem Treffer. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne... Ja, mit viel Übersicht. Ballverlust. Di Maria, den muss er machen. Erster Ballverlust, aber dann doch noch die Parade. Ich glaube, da wird er erstmal durchpumpen. Aber was war das denn für eine Unaufmerksamkeit? Das kennt man gar nicht von ihm. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich, jetzt gilt's. Und damit ist das Spiel vorbei. Das war ein... Mbappé.